Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dreamfall Chapters. Ja, wir haben in der letzten Folge eine Träumerin gefunden, die wir befreit haben, das kleine Mädchen. Zoe kann sich allerdings nicht dran erinnern. Ich frage mich echt, ob sie es irgendwann schafft, sich dran zu erinnern, was da alles Sache war. Jetzt sollen wir auf jeden Fall zu Nidas Imbiss gehen und mit Nida drüber reden, über diese Hannah Roos reden. Und diese Hannah Roos sollen wir auch finden. Gut. So, ist es da hinten, Nila? Nee, anscheinend nicht. Okay, was ist das für ein Schild? Fülle Vorräte auf, bin bald zurück. Komisch, zur Hauptgeschäftszeit verlässt Nela ihren Wagen sonst nie. Das Auffüllen von Vorräten erledigt sie als erstes. Sehr seltsam. Finde Nila, der Notiz zufolge füllt sie Vorräte auf. Okay. Fülle Vorräte auf, bin bald zurück. Komisch, zur Hauptgeschäftszeit verlässt Nela ihn. Ja, hatten wir schon. Das hatten wir schon. Fülle Vorräte auf, bin bald zurück. Komisch, zur Kisten mit Lebensmitteln. So wird Nela tagtäglich beliefert. Okay. Alles klar. Dann hätte ich gesagt, werden wir sowas hier suchen müssen. Ah, hoppla. Das ist eine Quittung, die Nela gehört. Ah, es ist nur die Frage, wo genau wird das sein? Das wird wohl wieder eine große Suche sein hier. Oder kann uns der... Ich bin der ballernde Krähen-Cowboy, der... Ich bin hier, um dir eine Wegbeschreibung zu geben, Hübsche. Sag mir einfach, wo du heute hin willst. Nelas Imbisswagen steht direkt vor dem Seshadri Tower auf der oberen Ebene. Nee, da waren wir ja schon. Miras Laden liegt im Backsteinviertel. Ich habe gehört, dass die Kaprova-Straße früher eine der Hauptdurchgangsstraßen war, vor den jüngsten Bauarbeiten in Propast. Dort befindet sich auch die Metrostation. Müssen wir dahin? Wo finde ich Kaprova auf der Karte? Aber, das ist ein ziemlich unsicheres Viertel, Püppchen. Halt die Augen offen und die Hände am Holster. Zieh! Lass mal wieder von dir hören, ja? Natürlich. Okay, dann schauen wir doch einfach mal, ob er das Ding finden, wo Nila sein könnte, um ihre Vorräte aufzufüllen. Das könnte so ziemlich überall eigentlich sein. Naja gut, das heißt, wir werden wohl ein bisschen wieder hier herumirren. Also wenn das Ding fertig ist, dann kennen wir uns hier wirklich sehr gut aus. Die Karte! Hol dir deine Karte! Die Karte! Ja, ist ja schon gut. Du wirst uns nicht groß weiterhelfen können. Passen Sie auf, wo Sie hinlatschen. Ja, ist ja schon gut, ist ja schon gut. Da ist nur wieder das kaputte Teil. Und da geht's nur wieder hoch. Okay, hier ist es also auf jeden Fall mal nicht. Gestern hatte ich die geilste Dreamtime. Was hast du gemacht? Ich habe mit meiner eigenen Kreation. Verzeihen Sie. Entschuldigung. Aber da im Norden konnte man auch nicht durchgehen, gell? Wenn ich mich recht erinnere. Ich habe ihn schon mal irgendwo gesehen. Sie kommt mir bekannt vor.
Ich habe sie schon mal gesehen. Okay, das... Sie ist, Yeeha! Nee, Krenboy ich kann ist sie hier. Nicht zuordnen. Okay. Wann ist auch Geretteter von uns? Ich habe keine Ahnung. Da hinten geht's ja zum Dings. Wo Visa schafft. Hey! Da müssen wir nicht unbedingt hin. Kein Problem. Ich kann dich an jeden Ort in Gruppe. Wolltest du den Bezirk diese Woche nicht verlassen? Ja, aber das Ei hat meine... Da, guck mal, guck mal, guck mal. Da vorne ist so ein Symbol. So ein, Apfelsymbol? Keine Ahnung. Der sieht doch ganz gut aus hier. Ah, und da ist auch der Metro-Eingang. Perfekt. Es war also tatsächlich bei der Metro. Ich liefere ab, wie versprochen, ne? Du kriegst deine Bonbons, Atze. Paar Tage noch, höchstens eine Woche. Mir egal, Hauptsache du lieferst ab. Wer ist sie denn? Anda, was willst du denn hier, Scheiße, nochmal? Ich hab dich gesucht. Wozu denn, verdammt? Scheiße, egal, dich kann ich hier jetzt nicht brauchen, Zoe. Hätte nicht gedacht, dass du ein Partyparasit bist. Kacke, verdammt! Wusste nicht, dass du gleich mit deinen Mädels anrückst. Hey, jetzt! Ach, Scheiße! Puta, du Beckmann! Was willst du denn hier? Ich wollte bloß... Du warst nicht beim Imbisswagen, also habe ich mal nachgesehen. Du hast mal nachgesehen? Spionierst du mir hinterher, du Bitch? Oh, meine Güte, jetzt chill mal, Nela. Nein, ich wollte dich nach Hannah Roth fragen. Hannah? Hannah? Wozu das denn, verdammt? Ich muss sie finden. Das beantwortet nicht meine Frage und du wirst sie nicht finden. Sie ist... Scheiße, hör auf damit! Hör auf zu suchen, hör auf zu fragen und hör auf, mir nachzulaufen. Damit willst du echt nichts zu tun haben. Vergiss es einfach und geh weg hier. Du wirst Hannah nicht finden und du wirst mich nicht nochmal nach ihr fragen oder sonst wen. Geh, verpiss dich endlich hier. Sehr interessant, was da jetzt gerade los ist. Okay. Ich weiß nicht, was das war zwischen Nela und ihren Freunden, aber es geht mich auch nichts an. Trotzdem, als ich Nela nach Hannah gefragt habe, ist sie ziemlich ausgewichen. Warum? Hat sie gesagt. Ich solle aufhören zu fragen. Was sollte das denn? Ich muss Nela nochmal fragen, wenn sie bessere Laune hat. In ein paar Tagen. Einer Woche vielleicht. Genau, sagen wir in einer Woche oder in zwei. Zwei. Klingt gut. Okay. So, wir sollen zurückkehren zu Baruti ins Wahlkampfbüro. Na ja, gut. Also, das war echt Hannah seltsam. Hannah Roth wird warten müssen, ganz gleich, wie besorgt Queenie auch sein mag. Nela hat schlechte Laune und ich werde sie bestimmt nicht noch reizen. Ist vielleicht keine so gute Idee. Was geht hier wieder nur ab? So, okay. Zu Dings, zum Wahlkampf... Das war doch auch irgendwo hier in der Nähe, oder? Oder irre ich mich jetzt gerade? Da kommt man nicht weiter, okay. Wo war denn das jetzt wieder? Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja, ist ja schon in Ordnung. Hallöchen. Sie haben es doch nicht. Shalom. Ja, hier war's. Mr. Landon ist nicht sehr erfreut darüber, wie du in seinem Barrio rumfuschst. Sozi. Sagte Gevatter. Ich bin nicht dein Gevatter. Und dein Kumpel bin ich auch nicht. Mr. Landon sagt, du hast ihn nicht um Erlaubnis gefragt, Kolo.
Das sieht Mr. Landon gar nicht gern. Respektlos ist das, sagt Mr. Landon. Sagen Sie, Mr. Landon, ich pfusche hier nicht rum. Ich führe lediglich einen Wahlkampf. Könnten wir das vielleicht anständig ausdiskutieren, statt... Hey, Assi! Red mit mir, nicht mit Mr. Landon. Keiner redet mit Mr. Landon. Klar? Und rumdiskutiert wird hier auch nicht. Deine Kommi-Kameraden brauchen wir in Propast nicht. Das Barrio wählt Wolf. Schon klar, was hier läuft. Es geht nicht um Revier oder Respekt, wie? Es geht um Kaiser Konstantin. Okay, ich weiß nicht, ob wir da helfen sollten. Wie bezahlt er ihn, Bruder? Verärgert, dass Lea und Minska sich aber nicht wir sollten dazu es, herablässt, ihre Stimme zu kaufen? Hey, lassen Sie ihn in Ruhe! Halt, was? War das wirklich ich? Yep. Oder was? Misch dich nicht ein, Zuka! Sonst boxe ich dir ein paar an deine Torte. Und mit einem platten Rüssel wirst du nicht mehr so hübsch aussehen, hm? Ich habe kein Wort verstanden, aber wenn Sie ihn nicht in Ruhe lassen, rufe ich die Polizei. Die Pala? Scheiße, Mann! Minette! Glaubst du echt, die Bullen mischen sich da ein? Hast du eine Ahnung, von wem wir hier reden? Von Mr. London. Und dem gehören die Bullen von Propast. Jetzt zisch ab, bevor ich so angepisst bin, dass ich dich...一个旅行嘅商人，沿途为佢嘅商品叫卖，佢卖武器同埋盔甲。有一日，佢嚟到一个村入边，里面住咗一位伟大嘅军人，我嘅盾牌相人话非常坚固，无论乜嘢武器都嵌入，佢可以保护你不受任何伤害。 我嘅长矛，商人话锋利无比，无论乜嘢一刺就穿，将你嘅敌人即刻打到位地上。咁点可以啊？伟大嘅军人问题，你有一个乜嘢都无法刺穿嘅盾牌，同埋一个乜嘢都能刺穿嘅长矛，佢哋点样可以同时存在 ？Ich spreche nicht Kantonesisch. Ich habe keine Ahnung, was Sie sagen. 商人。 攞起佢嘅盾牌同埋长矛，可唔可以同时存在并不重要。你个老閪，你冲过去，用长矛将军人刺死，因为佢哋喺我手上，我话事。 Lassen Sie ihn einfach gehen. Bitte, er ist harmlos. Und lass dir das eine Lehre sein, Kutas. Das hier ist Mr. Landons Revier. Und je eher du das in deinen Koko kriegst, desto weniger Stress wirst du haben. Haben wir uns verstanden, mein Freund? Das war eine krasse Sache. Ich war mir nicht sicher, ob ich eingreifen soll. Andererseits hat sie ja im Teil 2... Nahkampfstunden genommen gehabt. Das heißt, eigentlich sollte sie sich zu wehren wissen. Okay, das hat sie eigentlich auch wieder vergessen, aber ja gut. Dass wir einen Schritt geschritten sind, das war auf jeden Fall richtig. Ach, reden wir mal mit Baruti. Meine Güte, Baruti. Alles okay? Ich glaube schon. Danke fürs Eingreifen, Zoe. Weiß ich zu schätzen. Obwohl... ich nicht sicher bin, ob das so schlau war. Jetzt hat er dich auf dem Radar. Ich konnte ja schlecht dastehen und zusehen. Ist wirklich alles okay? Ja, schon. Aber ich gehe heute Abend nirgends mehr hin. Ich schaue mir nur vom Büro aus Leas Ansprache an. Brauchst du irgendwas? Du musst hier nicht allein bleiben, weißt du? Ich kann da bleiben. Oder du kommst mit zu mir nach Hause. Mir geht's gut, Sisi. Ehrlich, die wollten mich bloß erschrecken. Ist ihnen gelungen. Die kommen nicht wieder. Wenigstens nicht heute. Wegen morgen können wir uns morgen sorgen. Okay. Wegen Queenie und... Lass uns das auch morgen besprechen. Jetzt will ich einfach nur hier sitzen, mit einer heißen Tasse Tee und mir eine mitreißende Wahlrede anhören. Versteh schon. Aber Baruti, schließ bitte die Tür ab. Und klingel durch, wenn irgendwas ist. Wenn du darauf bestehst, wir sehen uns Donnerstag, Sisi.
Pass auf dich auf, Baruti. So. Und weg ist er. Ja, aber kann ich gut verstehen. Also, mir hätte das auch Angst gemacht, wenn ich an dem seiner Stelle gewesen wäre. Ach, also schlau war es wahrscheinlich nicht, uns da einzumischen, aber es war auf jeden Fall richtig. So, ich muss mir das aufschreiben, wenn sie dann meine Leiche aus dem Fluss ziehen, wissen sie wenigstens, wer es getan hat. Was man im Propast nicht tun sollte, das Wasser trinken. Zweitens, sich nach 2 Uhr morgens im White Swallow aufhalten. Drittens, auf der Cobrava abhängen, es sei denn, man ist scharf auf unsittliche Angebote. Und viertens, sich mit Mr. London anlegen. Heute kann ich alle 4 von der Liste streichen. Ich konnte nicht zulassen, dass dieser Feigling London Baruti etwas tut. Also steht er nicht mehr auf meiner Liste, dafür stehe ich wahrscheinlich auf seiner. Ich sollte übrigens Kantonesisch lernen. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, auch wenn ich das Gespräch von ihm relativ interessant fand. So, Reza macht Abendessen, begib dich in eure Wohnung in den Sonnenschein Plaza Terrassen. Okay, das heißt, jetzt geht es erst einmal heimwärts. Okay, wo geht's da nochmal, wo müssen wir da nochmal hin? Eile. Bleiben Sie doch einen nächstes Mal. Zeit aufzuwachen. Ich mach mir echt ein bisschen Zeit. Okay, wir müssen hier irgendwie wieder hochkommen. Ah, nee. Nee, wir müssen gar nicht hochkommen. Ich glaube, hier sind wir schon ganz richtig. Wolltest du den Bezirk diese Woche nicht verlassen? Ja, aber das... Hier war es doch irgendwo, oder? Also da war auf jeden Fall die Metro-Tardings. Also hier war es doch irgendwo, hätte ich gedacht. Wir waren ja auch schon dort. Ich bin der ballernde Krähen-Cowboy, der aus allen 6 Läufen feuern und Karten lesen kann. Yeah! Hier Krähen-Boy, der ballernde Krähen-Cowboy, der aus allen 6 Läufen feuert. Zu Hause. Unsere Wohnung befindet sich... Wo ist das Sonnenschein-Plaza auf der Karte? Das von Original Consumer Goods gesponserte Sunshine Plaza ist der einzige Ort in Propast mit einer künstlichen Sonne. Und es ist brandheiß. Yeeha! Okay. Du kannst gern jederzeit wiederkommen, hörst du? Ja, danke schön. Das heißt, wir müssen da hoch, oder? Kann es sein? Befreit uns von der Tyrannei der Konzerne! Also muss man doch hoch. Habe ich mich doch nicht so ganz so vertan gehabt. Noch weiter hoch oder bleiben wir hier? Also sage ich zu ihm, ich sag, da kommst du nicht runter durch, Bruder. Du musst umdrehen und nach Hause fahren. Nee, hier war es, glaube ich, ganz gut. Da mit der künstlichen Sonne. Ich wünschte, sie würden die Intensität ein wenig runterdrehen. Es ist Juli. Man muss es ja nicht noch schlimmer machen. So, und da drüben war da das Zuhause von ihr? War das das jetzt halt hier? Das könnte durchaus sein. Yep, das war's. Gut. Dann würde ich aber hier Schluss machen und beim nächsten Mal schauen wir uns an, was es denn zu essen gibt bei ihr Zoe zu Hause und wie es weitergeht. Ich denke, da wird noch einiges auf uns zukommen. Gut, dann sag ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!